Die lassen was fallen. Darf man das Spiel streamen? Hat er gerade einen nackten Arsch in der Hand gehabt. Weil bei mir lassen die nämlich manchmal so Lederbeutel fallen. Und wenn ich den öffne, dann kommen da Sachen raus. Bad, Medizin, Energy Drink, Klebeband, cool. Ich weiß nicht, warum ihr Bäume fällt, Leute. Ich habe eh keine Ahnung, ob wir hier bleiben oder nicht. Aber eine Sache muss ich sagen, ich sehe hier noch nichts. Wo man sich breit machen könnte oder so. Es ist alles so unwirklich unwegsames, zu detailvolles Gelände. Hier am Strand könnte was... Oh, hier ist der Strand, Leute. Eine Blockhütte. Anbau, Anbau. Ich habe unendliches Holz gefunden. Ja, es war nur zweimal Holz. Okay. Weiß nicht. Schön. Und natürlich die Axt wieder aus der Hand gelegt. Sie sagt ja ganz ehrlich, wenn sie das nicht bald fixen, werde ich das nicht mehr lang spielen. Es ist so nervig, wenn du wegen jedem bisschen... Ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Holz auf dem Strand, um zu gucken, wie das Bauen überhaupt funktioniert. Das scheinen sie auch wieder komplexer gemacht zu haben.
zum. Ein Baumstamm. Zwei Baumstämme. Was? Und jetzt liegen sie da. Die kann ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht wieder wegnehmen. Doch, mit C. Mit C kannst du alles gebaut irgendwie aufheben. Okay. Lol. Hauptsache komplex. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Ja. Was zum? Guck mal drauf, dann wird von oben gebaut. Komisches Bausystem. Au! Komisches Bausystem. Weil relativ frei bauen. Ja, das schon, aber irgendwie, ich weiß nicht. Es fühlt sich halt einfach komisch an. Fühlt sich einfach komisch an. Das ein Viereck machen oder? Man kann ja einzelne Dinge auch kürzen. Nee, ich meine, ob ich jetzt diese einzelnen Vierecke dann auch mal alle reinsetzen muss oder ob das ausreicht, wenn ich da zum Beispiel so Schneisen lege. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du musst dich schnell reinlegen. Ansonsten. Aber ich genau weiß es nicht. Ich probier's mal. Ich weiß nicht, was der Justin macht. Ich finde das Spiel wahrscheinlich gerade so heiß. Wenn das nicht normal legen.
Ich mach gerade gar nichts. Ich halte meine Hände in die Kamera. Warum kann ich das nicht spalten? Verstehe ich nicht. Lol. Das klappt auch so. Andi. Es reicht also, wenn du theoretisch so Quadrat, also du musst keine Quadrate machen, sondern es reicht, wenn du Rechtecke machst. Also du musst nicht halten oder so, sondern du drückst einmal E, um dich in Position zu halten. Und beim zweiten Mal, um zu spalten. Ich weiß mal nicht, was du vorhast, aber ich weiß auch nicht, was der Justin da macht. Der betet gerade irgendwie den NPC an. Oh, heiliger NPC, lass mich an deiner Unterhose schnüffeln. Eigentlich bräuchte ich, weiß nicht, was der Justin macht. Der soll mal eigentlich. Wieder was zu essen. Ich brauche mal ein Lagerfeuer. Stöckchen und dann Feuer frei, okay. Kann das nicht auch mit Steinchen machen? Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen. Wo habe ich das Stückchen denn jetzt hingelegt? Das ist so verwirrend. Ich hab nichts mehr zu essen, Leute. Ja, warte, ich kann einen Fisch drauflegen. Danke. Also ich finde das System mehr als umständlich und total dumm. Fisch liegt drauf. Danke. Dann gehe ich am besten auf Nahrungssuche. Jo. Am besten dann auch eine Hütte bauen, wo man halt schlafen kann. Ja, habe ich ja vor. Ich bin, ja, kümmere du dich um Nahrung? Ja, bin ich ja dabei. Ich kümmere mich um den Rest. Und der Justin, keine Ahnung.
kann eigentlich Holz hacken und so ein Scheiß. Keine Ahnung, was der Justin macht. Schreibt ja auch nicht. Wer ist jetzt A und wer ist B? Ich glaube, Justin macht Holz. Nur, dass das Zeug nicht verbrennt. Wie kann es sein, dass der Fisch noch wackelt? Der war doch reif, der Fisch. Der war verbrannt schon. Und deswegen muss man so rumkotzen. Schon gleich erstmal ein Bett. Ein Bett müsste ja erstmal reichen, ne? Ja. Okay, hat jemand noch Klebeband? Ich hab ja noch was. Ja, ich hab noch was. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt Stöcke herkrieg. Tu einen Baumstamm vierteln. Und wie? Tu einen Baumstamm vierteln, dann kannst du damit das Feuer größer machen. Dann brennt das länger. Ah, okay. Ups. Und jetzt?
keinen Frist gefunden. Ich sammle noch mal ein paar Stöcke. Ich will mal gucken, ob ich irgendwelche Halterungen bauen kann. Stocklager. Stocklager. Ich habe keine Ahnung. Stocklager, Steinlager. Stammlager, okay. Ah, Trockengestell. Klar, dass man aus dem Baumstamm keine Stöcke machen kann. Aber ich glaube nicht, dass das hier ein Problem ist. Gut, dann sammle ich mal Holz, Baumstämme. Ersten gab es wenigstens zwei Stöcke. Ist aber schnell müde. Okay. Dann. Dass sich der Baum da so... Hallo? Wer ist denn das? Die tut uns aber nichts. Interessant. Ich brauche trotzdem Stein. Komm zum Strand. Da ist eine Traufe auf 3x3. Hoffentlich habe ich die jetzt nicht verjagt. Die sah gar nicht mal so schlecht aus. So für die Forest-Behältnisse, ne? Wie viele Stöcke kann ich eigentlich sammeln? Was vielleicht mit den Sachen als erstes aufbauen, die unten stehen? Ist eigentlich egal. Ich mach das ja auch mit, aber wir brauchen halt unbedingt Essen. Ja, ich habe jetzt nichts gefunden. Im ganzen Fluss, wie ich hochgelaufen bin, habe ich nichts gefunden. Wie können wir denn den PC hochschicken?
11 von 48? Warte mal. Wie viele Stöcke kann man sammeln? 10 oder 20? 20. 20. 20, okay. Meinst du Stöcke sammeln und aufbauen? Nein, Stöcke sind voll. Hoffentlich habe ich die Alte nicht weggescheucht. Ah, da muss aber erstmal ein Lager drin sein, ne? Gut. Wo ist denn jetzt der Heini? Wir haben jetzt ein Stocklager aufgebaut. Das bedeutet, unser Heini kann jetzt Stämme und Dingsbum sammeln. Fleisch ist verrottet. Scheiße. Aber ich habe noch ein Dosenfutter. Warte mal. Ich habe Konserven, aber ich habe. Ja, also. Ich habe was zum Öffnen für die Konserven. Du anscheinend nicht, was ich gerade sehe. Warte mal, dann. Ganz scheiße, auch mit mir zu geben, wenn es klappt. Oder ich kann dir versuchen, den Dosenöffner zu geben, wenn es geht. Warte mal. Hier. Gibt es eigentlich auch eine Stammfackel oder so? Hast du die Konservendosen rausgeschmissen? Die habe ich dir gegeben. Ah, ja, hab ich direkt bekommen, gut. Ich hab's. Für mich sah es gerade so aus, als hast du sie rausgeworfen. Ja, ich hab dir das einfach zugeschmissen. Und dann habe ich automatisch aufgehoben dann. Wandfackel, Deckenschädellampe, Holzbank, Tisch. Ja, aber es gibt keine Standfackel oder so. Lass uns mal pennen gehen. Erstmal speichern. Und dann pennen. Also es hält sich bei mir ein bisschen in Grenzen. Ich bin ja eher so ein Fan, das Bausystem so einfach wie möglich, so einfach wie nötig. Aber dass das mit den Shortcuts nicht klappt, das ist echt eine Frechheit. Also vor allem nicht, weil man halt schon mal so ein Ding gemacht hat. So, ich muss jetzt nochmal zum Plus schaffen. Ich guck mal, vielleicht finde ich was. Ja. Ich denke dann auch den Plus noch. Und dann macht ihr schon mal weiter mit dem Blaupausen und könnt ihr auch schon mal füllen. Und ich guck mal, ob ich irgendwas finde. Ich habe ja noch einen Pfeil im Bogen. Also, dass sie das nicht von Anfang an mitgebracht haben, ist... Ich weiß, ich werde jetzt heute den ganzen Abend da drin nerven. Schön, dass die Texturen hier alle ein bisschen... Wahnsinn. Wo sind jetzt meine... Hier.
Soll ich das Haus weiterbauen? Oder? Kannst du machen, ja. Aber lass bitte, versuch einfach nur ein, zwei Wände aufzulassen für den Fall, dass wir größer bauen wollen. Ich habe ja jetzt nur, ich habe es nur pragmatisch gemacht. Irgendwie the forest ein bisschen weird. Voll umständlich. Da bin ich ja schon fast zu geneigt, den ersten Teil zu spielen. Das Pelopin ist hier echt wesentlich weniger Tier. Also, dass das nicht klappt. Du kannst doch einfach echt nicht abgehen. Buch. Hocken. Ball lassen, Inventar springen. Feuerzeug nachladen. Rennen. Zerlegen. Sekundäraktion. Schlafen, speichern. Überbringen ist S. Rifttasche Kategorie durchwechseln. Was? Rifttaschen Kategorie? Also ein bisschen überleben sollte man schon können, liebe Forest-Entwickler. Üppige Vegetation ist nicht der einzige Grund, ein neues Spiel zu entwickeln. Das ist zwar schön, aber wenn man dadurch nicht jagen kann, vor allem weil man nicht schnell wechseln kann von Speer auf Dingsbums, dann ist das dumm.
Was? Wenn du den tötest, dann kommst du schon, kannst du den häuten. Kommst du in Rüstung. Ah, hast du freigelassen. Wieder diese komische Lady. Ich weiß nicht, ob das nur eine gute Idee war. Es bringt mir halt nichts, weil ich nichts zu essen habe. Ich bin tot. Ich respawn. Was? Was zum Ruhe haben mit der scheiß Musik. Wo sind die Alte jetzt eben hin? Also ich habe richtig Hunger. Weiß ich nicht. Ich kann dir immer noch die kleinen Konservendosen geben, plus die durch den Dosenöffner. Ja, aber es ist doch scheiße, wenn du hier kaum was zu essen findest. Weil die... Och nee! Was zum Geier sind das für Freaks? Kann doch nicht sein, dass man so schwer ist. Nee, kannst sagen, was du willst, aber... Ich hab mir da sowas schon fast gedacht. Also ich komme hier jetzt nicht mehr weg. Aber das ist unterwegs, glaube ich. Wie er läuft. Ich bin auch halt direkt ein One-Hit. Ich habe so das Gefühl, die haben genau den gleichen Fehler gemacht, was sie aus... Ja. Die fangen hier von Anfang an damit an,
was sie bei Forest falsch gemacht haben. Warum sind es denn schon wieder, warum sind die denn von Anfang an so aggressiv? Anstelle das Spiel kennenzulernen, wirst du erstmal mit ganz vielen Gegnern schon mal vollgejagt. Das ist, da weiß man doch schon, woran es endet. Oh, komm schon! Ja, ich brauche nicht mehr zu respawnen, oder? Ja, wir sind auch da. Bitte? Wir sind auch da. Gut. So dämlich. Ich kann auch gefühlt auch nicht anders. Bitte? Ich bin noch 1 HP. Warte. Ich habe, glaube ich, noch Medizin. Ja, ich auch. So, ich nehme erstmal was und dann kannst du dich heilen. Aber die müssten eigentlich fertig sein. Gerade eben. Nein, da ist noch einer. Den habe ich. Nee. Also. Ich bin random von der Tür. Ich steckte unter der Map. Ich muss das Spiel neu starten. Okay. Alles klar. Auch dringend Schlaf. Nach dem Schlaf wird er erst noch ein Durst noch schlimmer. Ja, meinst du? Ja, gut. Schlaf, ne, beim Fluss Wasser holen ist nicht das Problem. Ja, was essen halt. Essen ist halt echt übel. Ich mir denke, das kann doch nicht sein. Das hätten die nichts gelernt. Also so ein paar kleine Details zum Beispiel sind ganz gut. Aber dass er das irgendwie... Das mit dem Dingsbums, dass er das nicht von Anfang an mit drin haben, ist doch dämlich. Weit und breit nichts. Du weißt, dass ich jetzt keine Ahnung habe. Eigentlich müsste einer vor Ort bleiben, weil ich keine Ahnung habe, wo wir sind. Oh, so ein Stück finden warte mal, was bedeutet das K? Das ist doch der Kevin, oder? Ja. Okay. Wahrscheinlich. Wenn er nämlich da bleibt, dann ist es gar nicht so schlimm. Es kann doch nicht sein, es ist so gefühlt wie tot. Keine Wildtiere, nichts. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann sagen, vielleicht, dass die Welt verpackt ist. Kann auch sein. Ja gut, wir sprechen hier von den Forest-Leuten, das ist klar. Ja, deswegen. Ich habe hier ein paar Bären gefunden, die man essen kann. Zwei Sträucher. Ja, ich habe vorhin ja einige Früchte gefunden gehabt, aber ich war halt vorhin gewesen.
dir via Steam nochmal eine Einladung geschickt. Also mein Hunger ist ungefähr jetzt halbwegs. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich will dir jetzt auch nicht alle Bären wegfressen. Also bei mir ist halb, bei dir ist gefühlt unter das Drittel gefühlt. Ja, so in etwa. Ist doch dämlich. Ich habe so das Gefühl, das haben sich so ein bisschen von Green Hell aus geguckt. Doch gar nicht online oder im Spiel. Warte mal, kannst ja trotzdem machen. Jetzt Fire Phoenix in Lobby einladen. Schon komisch, dass du nichts findest. Ich habe das Gefühl, ich starte generell gleich nochmal neu, wenn der Justin jetzt nicht reinkommt. Dann gehe ich nochmal zurück zum Strand und speichere mal. Wir haben allen Fortschritt von The Forest vergessen und haben einfach von vorne angefangen. Voll. Ich kann den Wasser nicht annehmen. Ich komme nicht auf diese Steinkante. Natürlich nicht. Ganz komisch. Alles klar. Kommst nicht in die Lobby. Dann würde ich sagen, starten wir das Spiel gleich mal neu. Ja, ich bin weit am Strand. Ich weiß gar nicht, ob du am Strand sein musst. Mir geht es nur eher darum, dass ich ja, nochmal speichern kann. Boah, weißt du, was ich mir gleich nochmal ziehen werde? Stranded Deep. Das Spiel habe ich Bock. Okay, dann folge ich einfach mal dir.
Ich glaube, wir müssen hier echt auf Gärtnern gehen. Wenn er so bleibt. Mit der toten Spielwelt. Dem Streamer, den ich das zugeschaut habe, die das gespielt haben, die haben den Kevin zum Fischersammeln geschickt und die haben, der hätte dauerhaft Fische gefunden gehabt. Dann schicken wir den noch zum Fischesammeln. Bauen das Trockengestell auf und dann kann er die Dinger sammeln. Seht ihr, liebe Forest-Entwickler, wie nervig das ist? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man sowas verkacken? In einem Spiel, wo man relativ schnell die Werkzeuge wechseln muss. Vor allem, wenn es sowas wie... Wenn es sowas wie Dingsbums ist. Ein Bogen und so ein Scheiß. Du solltest eigentlich zwei Wände offen lassen. Vielleicht der. Dann könnten wir nämlich noch. Gebaut. Bitte? Aber man kann die auch wieder einfach rausmachen. Achso. Weil also dann könnten wir nämlich vielleicht nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal. Ich sehe jetzt ein Quadrat. Dass wir nochmal zwei nach hinten.